Gott, ich will meinen Jahresrückblick 2019 machen. Ich weiß, urlang her. Aber ich habe überhaupt keine Zeit gehabt, Videos zu drehen. Überhaupt keine Zeit. Ja, die letzten 2 Monate kann man sagen. Ja, Jänner und Februar waren ein bisschen... Ich habe ja... Aua, jetzt reiß ich mal gerne mein Ohrring raus. Ich habe ja einmal im Jänner, glaube ich, Videos gedreht. Ich müsste mal schauen, wann ich die überhaupt gedreht habe. Bin noch gar nicht dazu gekommen, die zu schneiden, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich... Was soll ich machen? Meistens wollte ich dann eher was mit meinen Freunden machen, als ich daheim knotze und jetzt dieses doofe Video schneide. Klingt ein bisschen hart, aber... Ja, also, weiß nicht, Anfang des Jahres hatte ich nicht so Bock auf YouTube. Fragt mich nicht, wieso. Ich hoffe, dass das Licht überhaupt heute reicht, weil ich finde, ich bin ein bisschen blau heute, aber was soll's. Ja. Entschuldigung dafür, dass zurzeit zu wenig Videos kommen sind, aber ich habe mich mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt, habe auch ein paar Mal jemanden kennengelernt und so und habe mich auch auf das mehr konzentriert als auf Videos drehen, aber ja, ich sollte mich wieder mehr auf mich konzentrieren, sagen wir es mal so, und nicht auf andere. Das wäre, glaube ich, viel, viel besser, als wenn ich mich dauernd auf andere konzentrieren soll, würde, müsste, egal. Fangen wir auch gleich mal an mit dem Video, weil es sind ganz schön viele Sachen, die letztes Jahr passiert sind. Auf manches gehe ich ein bisschen mehr ein, auf manches nicht, also wundert euch da nicht. Fangen wir mal an mit Januar oder Jänner, je nachdem, wie man es aussprechen will. Da hatte ich überhaupt keine Ruhe, steht da gerade, vom Kummer her. So wie dieses Jahr eigentlich auch. Komisch, dass immer Jänner der schuldige Monat ist, aber wurscht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da war. Ich weiß nur, dass eben das mit dem Grundstück nicht so ganz funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht habe. Und ja, aber da war das ja noch nicht so lange her, wo mein Opa gestorben ist, glaube ich. Ja, weil im Mai ist er ja verstorben, 2018. Stimmt das? Ich glaube schon, weil jetzt wären es... Oh ja, es stimmt, weil es wären jetzt 2 Jahre. Ja, und mich hat das halt genervt, dass das kein Ende nimmt oder überhaupt... Wie soll ich das sagen, ohne davon zu viel zu erzählen? Das Problem ist, wenn Familienmitglieder nicht mit einem arbeiten, sondern gegen einen arbeiten, macht das alles nur noch schwieriger. Und ja, am meisten hat es eigentlich mich getroffen, weil ich ja das meiste, also mich um das meiste kümmert habe und ich hatte auch keine Stütze, sagen wir es mal so. Hätte ich das, wäre es gar nicht so schlimm gewesen, aber hatte ich nicht und deswegen kam dann alles auf mich zurück. Und das ist ein bisschen mühsam. Und deswegen war Jänner wirklich, wirklich ein schlimmer Monat, wo ich irgendwie kapiert habe, dass manche Menschen echt grausam sind und dass man sich auf niemanden mehr verlassen kann, außer auf man sich selbst. Also man kann sich mehr auf sich selbst verlassen, als auf andere Menschen, sagen wir mal so. Das war im Jänner oder Januar der Fall. Aber dann noch eine gute Nachricht. Ich kann euch da das Video auch einblenden, weil ja mein Handy hops gegangen ist, mein altes. Und wir haben dann alle Videos und Fotos auf den Computer geladen. Und da ist dieses Video auch dabei, wo ich das erste Mal meine Extensions reinbekommen habe. Weil ich habe mir im Jänner meine Extensions geholt als Geburtstagsgeschenk. Und ja, ihr könnt euch mal gerne die Reaktion reinziehen, wie ich reagiert habe. Okay, bereit? Oh mein Gott! Ja, da bin ich echt ausgeflippt. Ihr seht, wie glücklich ich war. Ihr könnt es richtig spüren, wie glücklich ich war. Ich hatte ja vorher andere Extensions drin. Wenn ich an das Foto denke, werde ich es euch einblenden. Die fand ich aber nicht so schön, wenn man das extrem gesehen hat, finde ich, dass das nicht meine waren. Heute habe ich sie übrigens, wie man sehen kann, nicht drinnen. Heute hatte ich nicht so Bock drin. Gestern war Fasching, gestern hatte ich sie drin, aber heute hatte ich irgendwie keinen Bock auf das. Ja. Aber ich war mega happy, wie ich mir die geholt habe. Da war ja auch die liebe Tanja dabei, die hat das Video auch gemacht. Also das war wirklich schön. Im Februar stand da nur, also steht da zumindest nur auf meiner Liste, dass ich auf vielen Schulungen war.
Es ist auch meistens immer so Februar, immer die Schulungszeit. Ja, das steht das Einzige auch da. Also Jänner, Februar war ein bisschen ruhiger, würde ich jetzt mal sagen. Dann kam März, da steht Geburtstag von mir und der war mega scheiße, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war furchtbar enttäuscht. Jetzt auch bald habe ich wieder Geburtstag und alle reden davon, also Arbeitskollegen, Familienmitglieder. Oh, du bist bald 30. Ist mir scheißegal. Vorher hat es auch keine Sau interessiert, wenn ich Geburtstag gehabt habe. Komm, werde ich 30, auf einmal kümmert sich jeder drum. Das ist doch ein Urscheiß. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe wirklich keinen Bock drauf. Ich habe wirklich keine Lust auf meinen Geburtstag. Und letztes Jahr auch schon nicht, also bleibt es gleich. Da steht auch wieder Schulungen. Meistens so Februar, März, wie gesagt, sind die ganzen Schulungen und auch die Oliveda-Schulung, die war mega genial. Das Problem ist nur, dass die Produkte so teuer sind, dass das schwerer ist, sie zu verkaufen, obwohl ich mir eh Mühe gebe, aber das finde ich schade. Ich habe jetzt auch die zwei Körperöle da zu Hause, die habe ich nämlich bekommen und die sind echt genial und ja, echt schade. Im März war ich auch auf vielen Schulungen, ich kann nicht mehr Videos drehen, alter Schwede, erst... besonders die Oliveda-Schulung war eine Schulung, die mir ziemlich im Gedanken geblieben ist, weil die war wirklich genial. Die war wirklich genial. Dann haben wir April. Ja, im April habe ich quasi erfahren oder beziehungsweise bin gefragt worden, ob ich Abteilungsleitung in der Parfümerie werden will. Ich habe mich voll gefreut drauf. Ich habe mich wirklich gefreut drauf. Obwohl ich auch ein bisschen Schiss hatte, aber ich habe mich extrem gefreut drauf. Aber es war da noch nicht fix. Ich wurde da, so viel ich weiß, nur gefragt. Dann habe ich hier stehen im April Treffen mit Vivi. Das war auch schön. Ich glaube, ich habe da aber zu wenig gefilmt. Oder habe ich da gar nicht gefilmt? Das kann auch gut möglich sein. Ich bin in letzter Zeit so schleißig mit dem Filmen. Das geht mir richtig auf die Nerven. Dann steht da Comicmesse alleine. Ja, toll, oder? Ich möchte nur anmerken, dass ich im April noch jemanden hatte. Aber wurscht. Ich muss mich rechtfertigen, nein, Spaß. Aber ich war alleine dort. Und alleine war es mega ätzend, glaube ich. Ich war nämlich dann noch hinten in dieser Cafeteria, in dem Cafeteria-Teil. Und ja, das war Fahrt. War wirklich Fahrt. Dann steht da Mai, war der Song Contest. Den liebe ich ja, das wisst ihr ja. Ich freue mich heuer auch schon sehr drauf. Im Mai wurde es dann festgelegt, dass ich eben Abteilungsleitung werde. Da hatte ich auch dann die erste Unterschrift schon. Beziehungsweise die erste ist gut gesagt, es wurde dann ja eh umgeändert, dass ich fix bin. Was mich eh gewundert hat, das habe ich aber erst vor kurzem erfahren. Dann steht hier, im Mai war auch das Reitturnier von der Lin. Da gibt es auch ein komplettes Video auf meinem anderen Kanal. Dazu kann ich euch, wenn ich es nicht vergesse, werde ich es euch unten in die Infobox verlinken. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Manchmal sage ich es und dann vergesse ich es. Deswegen werde ich mal, glaube ich, einen Zettel aufheben, damit ich mir das nicht... Warte, das war gerade Deutsch. Damit es mir nicht entfällt. Heute sind doch meine Haare kacke. So. Ja, auf jeden Fall war das Reitturnier voll schön. Sie ist zwar nur Dritter geworden, die Lin, und da war sie persönlich sehr enttäuscht, aber ich war mega stolz auf sie. Und heuer hat sie das auch und ich will da unbedingt wieder hin, weil das war echt, echt schön. Es war zwar auch anstrengend, aber da war der Tag so schön, es war urwarm und wir waren oft draußen, also es war wirklich ein schöner Tag. Das war ein richtig schöner Tag. Ich kann euch, wie gesagt, das Video verlinken, das war richtig lustig. Im Juni habe ich mir Aladdin mit der Pitti angeguckt im Kino und wir haben beide geheult wie kleine Kinder. Weil der Aladdin-Film finde ich, finde ihn wirklich schön. Viele, glaube ich, sagen ja das Gegenteil, zumindest habe ich irgendwie das Gefühl, aber ich fand den Film wirklich gut gelungen. Mir hat das sehr gut gefallen. Dann im Juni hatte ich auch Urlaub und da steht erste Waffel. Also ich habe noch nie Waffeln in meinem Leben gegessen, aber da steht erste Waffel mit Herzchen. Ich glaube, das war auch die rote, die ich gegessen habe damals von... Heffi.at hat das geheißen, oder heißt es noch immer, es gibt es nämlich noch immer. Und ihr habt es auch in verschiedenen Videos, habe ich eh auch schon drüber geredet gehabt, dass ich eben bei diesen Heffi.at war. Juli steht, da war ich dann das erste Monat, da hat es dann schon angefangen mit Abteilungsleitung. Und für mich war es am Anfang, muss ich zugeben, ein bisschen schwer. Es ist auch jetzt teilweise noch ein bisschen schwer, weil ich manchmal nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Gegenüber von Kollegen oder sonst irgendwas, weiß ich noch immer nicht, wie ich mich verhalten soll manchmal. Und mir ist gesagt worden, ich darf nicht ausflippen, was mir sehr schwer fällt. Besonders wenn ich Fehler sehe, die richtig dumm waren, dass ich gar nicht laut sagen darf. Aber ja, also da muss ich mich oft sehr zusammenreißen. Aber
Es ist nicht so leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Jetzt ist es schon ein halbes Jahr und für mich ist es noch immer nicht leicht. Also, ja. Dann steht da Juli-Trennung von Jan. Das haben wir ganz viele mitbekommen. Am Anfang habe ich ja gar nichts dazu gesagt. Mir wurde auch immer gesagt zu den Videos, wenn ich was sagen wollte, dass ich es nicht tun soll. Ich werde es auch jetzt auch nicht machen, obwohl es mir auf der Zunge liegt, aber ich lasse es. Ja, was soll ich sagen, weil viele, ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, ein Video noch postet, wo ich mit jemandem Händchen halte und da haben auch gleich ein paar glaubt, also das war ein richtiger Shitstorm auf Instagram, haben ein paar glaubt, dass ich schon wieder mit ihm zusammen bin. Nein. Nein. Ich glaube, das wird auch nie passieren. Also von meiner Seite her halt nicht. Also, nein. Da war zu viel, was ich euch nicht sagen sollte, dass ich weiß, dass das nicht passieren wird. Da war viel zu viel. Wäre das anders, wäre das Verhalten zwischen uns nach der Trennung anders gewesen? Vielleicht, aber so wie es vorher war, nein. Nein, eindeutig nein. Aber egal, Thema abgehakt. Dann waren wir zweimal im Kino, die Min und ich. Da haben wir sich einmal den Annabelle 2 angeschaut und dann den Avengers. Ja, das war auch cool. Zweimal im Kino, also die Min und ich, wir waren echt verrückt. Dann steht da Captain Marvel, den ich mir zusammen mit meiner Familie zu Hause angeschaut habe. Und der ist auch sehr, sehr geil, der Film gewesen. Im August wurde ich eingeschult als Abteilungsleitung. Ja, dazu darf ich eigentlich auch nicht viel sagen. Oder will ich gar nicht viel sagen. Ich habe das Gefühl, die Zeit war viel zu kurz, um mir irgendwas beizubringen, weil die meisten noch im Urlaub waren. Aber ja. Das meiste lerne ich eigentlich eh auch in meiner Filiale, also passt das eh, würde ich sagen. September war ich am Kirtag mit der Manu. Das war urlustig. Wir haben so viel gestern den Tag, glaube ich, und es war mega lustig. Ja, mehr gibt es eigentlich eh nicht zum sagen. Im Oktober, ich habe das Gefühl, ich bin urschnell durch mit den ganzen Monaten. Im Oktober war ich in Linz auf der Abteilungsleiter Weihnachtsschulung, die war mega cool, aber es war uranstrengend. Die Hinfahrt 2 Stunden, Zurückfahrt 2 Stunden. Es war wirklich heftig. Es war wirklich heftig. Aber es war echt schön dort. Es war wirklich schön dort. Wirklich schön. Das Essen war nicht so gut, aber es waren die ganzen Shows und das waren richtig cool. Dann steht der Comicmesse mit Min. Da waren wir aber, glaube ich, nur ganz kurz, weil es dort übermäßig voll war und wir beide überhaupt keinen Bock hatten. Kaum warst du bei einem Stand, bist du weggedrängt worden, weil da die Leute zu viel... Es waren einfach viel zu viele Leute da drin, wirklich. Und ich habe dann nach ein paar Minuten, habe ich dann zu mir gesagt, komm, wir kacken drauf, ich habe keine Lust mehr, wir gehen. Und das ist traurig, wenn ich das sage, weil ich komme dort eh so selten hin oder bin meistens alleine dort, deswegen... Ja. Dann steht der Game City mit Lynn, da gibt es sogar auch ein Video und das war auch urlustig. Ich glaube, das Video ist aber relativ kurz, weil ich da nicht so viel filmen konnte, aber das war richtig cool. Halloween war für mich die mega mäßigste Enttäuschung, die es jemals gab, ich schwör's euch. Also Halloween war ich mega enttäuscht. Ich habe keine Party mehr gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil die Hälfte eh nie auftaucht ist, also mehr als die Hälfte sogar ist nie auftaucht und deswegen hatte ich keine Lust mehr. Wirklich nicht. Nur wusste ich nicht, was ich mit dem Tag machen sollte, weil ich ja trotzdem mir Urlaub genommen habe. Also waren die Min und ich erst im Kino und haben sich den Joker angeschaut. Und danach waren wir dann Cocktails trinken. Und wir haben beide gesagt, also wir waren beide jetzt nicht so... Weil ich habe auch ein Kostüm, auch Kostüm in Anführungsstrichen. Ich war auch geschminkt Halloween-mäßig und da kann ich von mir aus auch das Foto einblenden. Aber ich war mega enttäuscht, weil Halloween, ihr wisst, das ist mein absoluter Lieblingstag. Und ich habe heuer auf jeden Fall was anderes vor. Was weiß ich noch nicht, aber Gott sei Dank haben wir ja da noch lange Zeit zum Überlegen. Deswegen habe ich auf jeden Fall was anderes vor. Ich muss mir wirklich überlegen, was ich machen will. Weil ich habe ja wieder zu der Zeit Urlaub und ich habe auch überlegt, weiß ich nicht, vielleicht... nach Disneyland oder so weiter. Dort ist Halloween auch so cool. Ich muss noch überlegen. Ich muss wirklich überlegen. Ich will aber auf jeden Fall heuer was anderes machen an Halloween. Unbedingt. Ich weiß noch nicht was, aber es kommt. Eine Idee wird irgendwann kommen. Dann steht hier Mamas B-Day. Also meine Mama hatte Geburtstag im November. Und meine Schwester und ich haben, da habe ich auch gefilmt an dem Tag, haben vorgehabt, sie mit einer Torte zu überraschen. Ist auch alles gut gelungen. Gott sei Dank.
war auch ein schöner Tag, weil da waren die Kinder da und also von meiner Schwester die Kinder. Man sieht auch einen Ausschnitt, wo der Tobi und ich und die Lin rumtanzen. War wirklich schön. Und wir haben auch viel gespielt. Ich habe auch jetzt zurzeit mehr Spiele für die Kinder gekauft, damit eben, wenn sie mal bei meiner Mama sind, dass sie was spielen können. Weil wenn sie mal dort sind, dann sind die so arm und können nichts machen und das finde ich auch blöd. Ja, dann steht da unterwegs mit Lin und Tobi. Das war gleich am nächsten Tag. Da habe ich mich richtig gefreut, dass der Dobi mitgefahren ist, weil da ist er eigentlich gar nicht so. Also normalerweise mache ich ja immer alles allein mit der Lin, das wisst ihr ja. Und da wollte der Dobi aber auch mitfahren. Und wir waren gemeinsam bei McDonald's und das war richtig schön. Da gibt es auch einen Ausschnitt von, ich bin so müde noch. So, dann haben im November der Roman, die Lin und ich Frozen 2 geschaut. Das war so ein cooler Film. Also ich habe mich so mega gefreut, den zu gucken. Der war sowas von cool. Das ist unmöglich gewesen. Ich habe mich so tot gelacht. Da gibt es auch, ich glaube, diese 3 Tage sind sogar zusammengeschnitten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Dann habe ich mich mit Vivi im November getroffen. Und ich finde es eh traurig, dass wir es nur zweimal im Jahr schaffen. Beziehungsweise wir haben es ja Gott sei Dank zweimal im Jahr geschafft, sich zu sehen. Nur ist das Problem, dass sie halt so weit weg wohnt. Und ja, wenn ich einen Führerschein hätte, würde ich es ausnutzen, dorthin zu fahren zu ihr. Aber ja, ich hoffe, dass es heuer was wird. Aber mal schauen. Dezember. Habe ich mich sehr, sehr oft mit Freunden getroffen. Steht auch nur das da. Und Lins Geburtstag war. Und da habe ich ja auch vor kurzem das Video hochgeladen. Ich weiß, das war ein bisschen Panne, weil da eben von Dezember noch der Linie Bide drauf war und dann eben jetzt dann das Video von Linz zusammengeschnitten, weil ich ja mit dem Roman und mit der Lin auch in Linz war. Ja. Ich habe in letzter Zeit wirklich wenig Bock, das war es auch schon, ich habe auch in letzter Zeit wirklich wenig Bock gehabt, Videos zu drehen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, aber eigentlich mag ich es ja noch, Videos zu drehen. Obwohl ich eine kurze Zeit überlegt habe, ob ich nicht aufhören soll damit. Fragt mich nicht warum, aber manchmal, also wenn ich dann mal eins hochgeladen habe, waren so behinderte Kommentare, wo du dir einfach denkst, Alter, warum? Warum? Aber das gibt's auch auf Instagram auch, nicht nur auf YouTube. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach weiter. Ich mache es ja auch wegen, weil es mein Hobby ist und ja. Es ist halt nicht leicht, wenn du halt für dein Hobby dann keine Zeit mehr hast. Das ist dann ein bisschen beschissen, würde ich sagen. Aber ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich das Gefühl habe, es ist mega kurz. Mega kurz, aber ja, das reicht, würde ich sagen. Da ist ein Rabe gerade am Fenster vorbeigeflogen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ich mache keine Vorsätze für dieses Jahr. Erstens haben wir schon Februar, bald Anfang März. Und deswegen mache ich keine Vorsätze dieses Jahr. Ich habe wirklich nicht vor, mir was Ziele zu setzen, wenn ich eh weiß, dass ich es nie einhalte. Deswegen lasse ich es heuer komplett. Nicht nur, weil es zu spät ist, sondern weil ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Also, ihr könnt mir gerne mal sagen, wie euer Jahr war. Auch positiv, negativ von mir aus, wenn ihr unbedingt wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!